Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu WWE 2K16. Yeah, mit dabei ist der Onkel Gamer Shack P. Ja, hallöchen und gleich mal als Andacht, falls ihr bis die letzten fünf Parts einen komischen Ton hattet. Das lag, die letzten vier Parts, die letzten vier Kämpfe, da lag das daran, weil ich vergessen habe, Rivano mit einzuspeisen und er hat mir dann seine Soundfile geschickt. Ich weiß ja jetzt in dem Moment nicht, wie das geklungen hat, geklungen oder klingen wird. Und deswegen, da entschuldige ich mich jetzt mal dafür. Jetzt ist er auf jeden Fall wieder mit drin. So, kannst weiterreden. Entschuldigung, ich wollte das bloß mal schnell als Andacht von Ja, ist ja ranholen. kein Problem. Jetzt läuft's wieder. Ich habe da alles, er hat die Soundfiles und alles geschickt bekommen und dann geht's weiter. Ja, liebe Freunde, war ein heftiges Match gestern. Und ja, der neue Patch, ne, wie ihr schon gesehen habt, ist noch nicht so ganz, aber keine Ahnung. Müssen wir jetzt irgendwie mitleben und ich hoffe, dass wir es schnell wieder rauskriegen und wie es geht. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, wenn ihr uns unterstützen wollt, auf jeden Fall abonnieren, kommentieren und liken. Das hilft uns beiden auf jeden Fall. Gamercheck LP. Und Revano LP, unsere Kanäle. Wir haben ja noch viele andere Projekte zusammen. Habt ihr eine Menge Spaß? Guckt doch rein. Ist auf jeden Fall geil. So, jetzt würde ich sagen, drücke ich mal Viereck oder was? Bist du dabei? Ja, drücke ich mit. Dabei sein. Und es sind immer So. viele Leute. Dann geht's in Fünf Runde Leute und ich 2. hab sofort einen. Ich hab einen. Echt? Du bist ja ein Ich hab richtiger. direkt einen. Und Bist ja ein richtiger ich muss sagen, Drücker. ich bin auch so ein kleines bisschen angepisst wegen dem Vorkampf, aber da kann ja Revano nichts dafür. Das liegt einfach bloß. Ich bin da jetzt ein bisschen scheiße gelaunt, deswegen. Das hat aber. Ich werde aber versuchen, natürlich, euch schön was nett gelauntes vorzuspielen. Nee, Quatsch. Passt schon. Ja, Nein, nicht vor. Nein, ihr wisst schon, wie ich es meine. Ich das war bin schon ein jetzt ja auch. bisschen angepisst, deswegen, das kotzt mich an. Gerade mein Lieblingswrestler, dann so verguckt, hätte er jetzt gewonnen, normal, oder an einem harten Match und das hätte alles funktioniert und bla bla bla, hätte ich gesagt, yo, Jo, er ich hat hab einen. gewonnen, hätte mich geärgert, aber so ein Dreck. Ich hätte ihn mindestens zweimal besiegen können, aber da hat er einfach mal aufgehoben. Da hat er einfach mal den Revano aufgehoben. Warum auch? Und dann damit so eine Wurst, ne? Das ist noch ärgerlicher. Also, naja. Okay, Okay, dann. ich habe auch einen. Dann würde ich Ja, sagen, ich freue drücken wir mich. mal Ich wird ein auf. schöner Kampf, glaube ich. Okay, 3, 2, 1, zeig mal. Oh Gott. Ja, meine Damen und Herren, Jack Roberts, der Snake Man gegen Big E. Ne, wie heißt der? Jacks ist es Snake Roberts, ne? Ja, doch, die Schlange. Alles klar. Die Snake. Oh, der hat eine schöne Boa da auf der Hand, du. Schön gelb. Geile Ich muss Spicke. sagen, Jake Roberts ist hier total misslungen. Das Gesicht sieht so übelst aufgepumpt, ausgepustet aus, wie so ein Luftballon. Also das haben sie hier überhaupt nicht schön gemacht, Jake Roberts. Es gibt so viele Gesichter, wo man sich echt drum streiten kann, ob es wirklich ist. John Cena haben sie gut gemacht, Randy Orton haben sie gut gemacht, also die ganzen Großen, aber Big E ist auch gut gemacht, aber. Kein Ach, die McKistemann. Sau! Ach, das habe ich vergessen. Entschuldigung. Na, jetzt geht's natürlich nicht mehr. Ne, jetzt ist vorbei. Ja, sorry. Naja, ist Passt egal. schon, passt schon. Mein dicker Muskelklops hier, der ist total oben übelst und hier unten so ein bisschen kleiner. Ja, komm mal rein. Gewichtheber halt, ne? Aber ist cool, weil ich finde, endlich mal wieder mit dem Dicken zu spielen, ist auf jeden Fall angenehm. Die ganze Zeit hatte ich jetzt diese kleinen, dünnen gehabt. Und ja, könnte ich mal wieder. Ui. Wow. Oh, mit Cover, cool. Okay. Du kommst gar nicht weg. Na Oh. ja, wenn der Move mit drin ist, warum nicht? Ja, dreht doch einfach mal nach rechts. Und kapuff. Ah, der ist schon Auto. Oh, aber dafür, dass ich so ein fetter Klops bin und 85 Punkte habe, habe ich aber nicht viele Kontermöglichkeiten. Aber ich muss jetzt mal echt fragen, lag es an meinem Ruder? Weil irgendwie läuft es jetzt besser. Okay, oh, das ist doch Weil schon ich mal habe jetzt gut. in der Aufnahmepause, also so von gestern zu heute, mein Ruder neu gestartet. Also, weißt schon, also. Wir hatten ja bloß so 5 Minuten Aufnahmepause. Ja, manchmal ist es besser. Wird nochmal alles refreshed und so. Und wenn man nachts zockt, ist eh meistens besser. Weil doch dann mehr Leistung frei ist. Ja, also beim Uploaden, wenn ich nachts uploade, dann geht das wirklich fast 2, 3 Stunden schneller, als wenn ich das mittags mache. Also ist halt leider immer so eine Sache.
der Blöde. Deswegen, ich hoffe, ich kriege irgendwann mal eine 100.000 Leitung oder 200.000. Wäre genau mein Ding. Ups. Oh oh. Aua. I come to the bodyguard. Ja, er hat dann erstmal gedacht, na, der gefällt mir schon besser. Nur das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist, dass schnell die Konter-Ding. Eigentlich habe ich auf die Ringecke gezielt, also du bist auch in die Richtung gerannt, aber dann hast du gedacht, ne, Ringecke, nicht mit mir. Und dann ist er natürlich übelst geil erstmal. Ja. Aber da wachsen gar keine Prozente. Bin immer noch bei 74. Jetzt, da komm, du musst aber erstmal warten, bis es so ausgedingst ist. Ah, war ich wieder zu schnell, hä? Wow! Das war jetzt irgendwie cool. Biggie. Ja, was ist los hier? Ja, der macht immer so lange Pausen zwischen so einem Move. Merkt das gerade. Okay, was haben wir denn so Schönes? Ach, scheiße. Da bin ich aufgepasst. Kacke. Oh, na endlich kann ich noch was machen. Das ist ja Wahnsinn. Ich wollte nämlich was machen. Oh, geil, genau den hier. Genau den willst du machen. Du doch konntest den Repertoire. Ja doch, den habe ich schon mal gesehen, aber den muss ich machen hier. Was macht er denn jetzt? Ich dachte schon. Oh, wow, geil. Schönes Ding. So, mein Freund. Jetzt kommt der Finisher. Ja, ich glaube, das ist eine Mega-Klatsche, glaube ich. Ich glaube, das wird... Oh, du Drecksack. Mann. Aus meinem schönen Finisher raus, ey. Das ist für mich Hölle, ey. Aber jetzt kein Problem. Muss ich jetzt warten, bis ich wieder einen machen kann. Ach, du hast keinen Dings mehr, okay. No Energy. Naja. Auch schon mal Energie. Na, jetzt wieder, ja. Ne, ich hab die ganze Energie gehabt. Ich hab bloß keinen Konter mehr gehabt. Aber was du meinst, oder was du sagst, ist ja meistens... Hä? Was du meinst, oder was du sagst, ist ja meistens ein großer Unterschied. Ach, scheiße. Hab ich jetzt versaut. Ja, hab ich versaut. Oh, den macht der Attacker auch gern, ne? Den so drauf und dann direkt nochmal den Big Boot hinterher. Ah Mann, aber dass du vorhin mein Finishen weggeklatscht hast, das war ein bisschen ärgerlich. Ja, konnte ich nichts machen, ich habe keinen Block. Don't have a block. So, bitte, heb mich hoch. Scheiße. Wow, das war jetzt aber ganz knapp. Hast du wieder verdrückt? Hast du wieder R1 gedrückt? Hä? R1 gedrückt oder PSN-Taste? Nee, ich hab schon richtig gedrückt. Au! Aber ich würde jetzt ganz gerne mal so ein Muskelprotz wieder mitnehmen. Ich würde die nicht immer gerne alle verlieren. Also ich glaube, die haben allgemein die Konterbalken runtergemacht, weil bis jetzt hatten alle irgendwie weniger, ne? Oder meine ich das nur? Rechte Balance zwischen den Wrestlern ein bisschen aus. Weiß nicht, ist ja gruselig. Aber das vorhinste Miss weniger hatte als Tyson Kidd, das war schon lächerlich. Ja, das stimmt allerdings. Oder gestern, vor. Ja, irgendwann, vor 1000 Jahren. Ah. Immer sehr schön, er macht wieder die Kacke. Naja. Ja, komm. One, two. Oh, er kommt locker raus. Er kommt locker raus, locker. Leute. Er kommt locker raus. Schön wäre es, wenn es locker gewesen wäre. Na, wäre cool, wenn nicht. Und er hat mitgepinnt danach. Ah, Drecksack. Ah, jetzt kriege ich natürlich wieder die Hucke voll. Das ist irgendwie was von dir gewesen, oder? Nee, das war normal, ne? Mhm.
Anytime you can string offense together like that, it helps confuse and dismantle. Ist schlimm, ne, dass der von jedem kleinen Move sofort so müde bist, ne? Ja, wenn du geschafft bist, bist du halt geschafft, ne? Ja. Kannst du nichts machen. Kannst du nichts machen? Na. Oh, nice counter. Not so fast. Big E escaped certain doom there. Ah. Hä? Ich hab doch gar nicht Finishing eingesetzt. Warum ist mein Finisher weg? Ach komm. Du hast Signet eingesetzt, klar. Ne, hab ich nicht. Ich hab hier X und nach unten gedrückt und dann hat er einfach sein Finisher jetzt weg. Okay. Versteh ich, alles klar. Na gut. Warum auch nicht? Wer braucht schon einen Finisher, ne? Wer braucht den schon? Bam! Ja, ich habe übelstes Problem hier, glaube ich. Und mein Problem ist es, dass ich, Und er macht ihn und er macht ihn! Ja! Er rennt wieder fünfmal in die Seile! Bam! Geiles Ding, geiles Ding. Na, was machst du denn? Ja, nix. Was soll ich machen? Na eben. Was soll ich denn machen, Junge? Was soll ich denn machen? Ach, da kommt der überall mein Finisher raus! Krass, hier gleich aus. Gibt's da gar nicht so einen Scheiß hier. Und zweimal, ey. Mann. Big E showing some expert recovers. Eins. Ach, der Kopf, der ist überhaupt nicht müde, ey. Obwohl du nur einen Lümmel Energie hast, da gibt's ja gar nicht. Und bam, das tut doch weh sowas. Guck mal, schon roten Schädel und alles. Aber trotzdem kommt die Sau noch raus. So. Meiner ist erschöpft. Extra slow. Naja. Oh, the snake with a big reversal. Oh. Oh, Jake the Snake Roberts has fire in his eyes now. Au, au, au. Da sind gleich zwei von den Scheißdingern. Das ist halt echt scheiße. Zwei Finisher vermasselt, das ist schon echt mies. Ah, du machst immer so Stundendinger, ne? Passiert. Hm? Naja, das dauert immer voll lang. Passiert. Dieser Move. Achso, passiert das wieder. Ich hab verstanden, wieso. Hm. Vielleicht soll ich so mal den Ohren putzen. Oder Füße waschen. Die Füße waschen, ja. Da rutscht der Dreck nach, ne? Mhm. Ah! Du Drecksack. Ach, yo, yo, na klar, selbstverständlich. Na, was macht denn der? Er guckt zu, wie er aufsteht. Und er sagt schon, so, weißt du, habt ihr das gehört? Er lacht schon so nach dem Motto, oh, er kammert mich schon wieder, wollte schon lachen und jetzt so, sondern... Lachen? Ich wollte überhaupt nicht lachen, mit ging so auf den Sack zu, ich hab gemacht, so, ach so, ich hab verstanden, du sagst so, jetzt versucht er mich echt zu kammern. Ja, aber anders weiß ich nicht, meine Finisher kommst du raus und wenn das so im Move mit drin ist, ne, kann man es ja mal probieren und hat ja geklappt. Ja, weil ich wollte ihn eigentlich schon behalten, ich finde ihn eigentlich ganz cool, den BG hier. Fettsack, ja, echt? Ganz cool. Ja, doch. Aber gibt bessere Fettsäcke, so Y-Back oder so. Oh, haben wir auch schon gekämpft. Aber naja. Hm? Der ist auf jeden Fall besser als der hier. Ja. Ich bin dran, glaube ich, ne? Oder? Ja. Ja, ja, liebe Leute, in der nächsten Runde viel Wrestler wieder abgeben darfst. Ja, stimmt. Die du mir schenken darfst. Die wiederholen, ja. Aber einen kann ich mir auch wiederholen, oder? Wiederholen? Ja, wir müssen erstmal dahin kommen. Ja, ich habe gesagt, wenn. Ach, der hat wahrscheinlich die Regeln nicht begriffen. Aber okay, mach mal. Doch, wird schon. Wenn klar. Deiner gegen deinen antritt, musst du mir einen schenken. Ach das so meinst damit. Du? Ja, ja, verstehe ich. Na, da bin ich ja mal gespannt, was da passiert in der Welt.
Nee, war wieder richtig geil. Und ja, liebe Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst doch bitte ein Abo da, kommentieren, liken, was ihr möchtet. Hilft uns auf jeden Fall. Einmal bei Gamercheck LP und einmal bei Revano LP. Ja, dann würde ich sagen, kleiner Snake Man, dann gucken wir mal, was morgen uns erwartet. Viele Wrestler sind nicht mehr da. Und dann geht's bald in die zweite Runde. Geil. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis morgen, oder? Yeah. Ciao. Tschüss.